Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, ich habe das unglaublich Schlimme getan. Ich habe nach der Lösung geguckt, wie man hier rauskommt. Und diese Lösung ist so dermaßen eklig, dass man von selber fast nicht drauf kommt. Und zwar erstmal will ich versuchen. Not skilled enough, da ist es wahrscheinlich bei dir. Nein. Gut. Das Rätsel Lösung ist nämlich da oben irgendwo. Ist ein Schalter. Und ich habe leider keinen Zauber, um das Ding zu dispellen. Wahrscheinlich bräuchte ich dafür wirklich das Ballistic Force Field, was ich gerade nicht benutzen kann. Und ja, ich habe auch das Skillbuch ja halt nicht mehr. Ich habe allerdings hier einen neuen Sack für Zettel. Ja. Fackeln können mal zu ihr. Den Decker kann sie noch nicht benutzen. Hier war Essen noch drin. Also ja. Blitz. Heilung. Jetzt muss ich gucken. Genau. Hier ist ein verdammter Knopf versteckt. Der hier Sachen ausschaltet. Ja, und hier ist ein Timed-Rätsel. Ja. Und irgendwelche Geisterviecher. Die ich töten muss. Okay. Ja. Ihr seid wohl... Au. Also ja. Mist. Bin wieder rausgeportet worden. Okay, aber ich habe wenigstens einen von den beiden mal umgebracht. Und ja, das Time-Rätsel ist doch nicht mehr so ganz so heftig, wie ich erwartet habe. Also in dem Walkthrough-Video, was ich mir ansehen musste, um das herauszufinden, war das ziemlich furchtbar, das Timed-Rätsel. So, das sollte eigentlich schon ausreichen. So, jetzt muss ich alles wieder auf Anfang setzen, weil von selber setzt sich das leider nicht auf Anfang.
Ah. Gut. Ja. Okay, die ist spawnen und ich habe das Ding weggeportet. Wo zur Hölle habe ich es hingeportet? Okay, und die will spawnen wohl auch immer wieder. Ja. Die halten halt auch einfach nichts aus. So. Das war die eine Truhe. Wo war, ist jetzt die andere hingekommen? Und ich merke, ich muss Fütterungszeit machen. Ach, hier mitten rein habe ich sie deportet. Ah, das ist gut. Weil wenn ich sie einfach runtergenommen hätte, wären wir wieder in einer Todesfalle gewesen. Da ist nämlich auf jeden Fall der Shadowlight Crypt Key drin. Squall of Banish. Ist Spellcraft 50. Das heißt, du bist ein Savior Spell. Den ich noch nicht benutzen kann, erst beim nächsten Level ab. Ja, gut. Dann habe ich hier noch einen Schädel. Ich habe hier Obsidian Greaves. Sind um einiges besser als meine. Hat minus 10 Energy und Dexterity. Aber wiegen weniger. Und sind fast doppelt so gut. Amulet of Life. Cast a Healing Spell. Gibt Health und Vitality. Damit kann ich leben. Ein Pflänzchen für dich. Und ein ziemlich gutes Schwert, wenn ich das richtig sehe. 40 Attack Power, Accuracy, Speed, Stärke, Vitality. Und extra Damage to Undead Monsters. Das hätten wir vorher gebrauchen können. Hey. Das kann ich hier nicht so einfach geben, nein. Könnte ihm aber das hier geben, so. Damit haben wir nämlich das Rätsel hier abgeschlossen. Und ich kann Quicksave machen. Jetzt kann ich einfach hier die Tür öffnen. Ja, das war der ganze Spaß. Mehr war das nicht. Ja, und ich habe jetzt fast die ganze Aufnahmesession nur rumgesucht, wo zur Hölle ich weiter muss. Ich glaube aber echt, ich brauche den Banish-Spruch, um solche Blitzkugeln wegzumachen. Oder einen anderen Spruch. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich am besten weitermache. Weil ins Shadowlight Divide will ich erstmal nicht wieder rein. Ich bin froh, wenn ich hier aus dem Teil rauskomme, vom Shadowlight Divide. So. Und ja, das macht extra Schaden bei denen. Au.
Ja. Ich habe halt jetzt nicht mehr den Speed so wirklich drauf mit dem Schwert. Dark Orb. This is one of the four Balance Orbs for the Shadow Light Divide. Und der ist zu schwer, deswegen gebe ich ihn mal ab. Ja, ich tu mal mit ihr ein bisschen kämpfen. So, damit wir die Untoten loswerden können. Das finde ich nicht so pralle. Okay, ich dachte, damit kriege ich vielleicht die Dinger auf. Das hat auch nicht viel gemacht. Nö, nicht wirklich. Außer mich halt hier eingesperrt. Ah, hier sind Druckplatten. So, noch ein Coolstone. Ja, das sind die Flügelmännchen. Das ist doch ein Job für den hier. Oh, hi. Bist du die... Ach, du bist die Variante. Gut, dir kann ich also Schaden machen. Squall of Mage Light. Ja. Das war eine zu viel. Fire Magic 1. Already knows this spell. Eine Fackel. Tainted Quarrel. Den nehme ich gerne. Da oben ein Beastborn. Ja, von mir aus. Obwohl, lass mal das da drauf. Ja, ich sehe dich. Das war zu früh. Ein Sack mit einer Goldmünze und etwas Essen. Und einer Schurike, so einer giftigen. Ja. Hier ist noch eine normale Schurike und eine Fackel und... Das war's eigentlich. Naja gut, wenn hier Fackeln rumliegen, dann nehme ich halt einfach die beiden Fackeln mal für die Torch-Dinger hier. Nö. Das sieht eigentlich auch aus wie ein Altar of Light, was wir hier haben.
Und da muss ich hier die richtige Kombination finden. Ich konnte die Dinge ja auch mit der Fackel anzünden übrigens. So, einmal die Konstrukten bitte. Noch ein Schädel.